Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 10 Minuten im Radio, dann schaltet sich das Fernsehen hinzu, dazu. Wir haben wie immer Montag eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, diese Woche, ist die Ramona und die ist 42 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Domian. Hallo Ramona. Um was geht's? Es geht um darum, ich habe gegen den Vater meines Sohnes eine Anzeige gemacht. Mhm. Im April, bevor ich zur Reha gefahren bin. Weil er den Kleinen vom Sessel runtergeschmissen hat oder geschubbt hat. Und er hat ein blaues Auge auf seine Bierbüchse draufgefallen. Der Kleine ist auf die Bierbüchse vom Papa gefallen? Mhm. Wie alt ist der Kleine? 4 Jahre geworden jetzt im Mai. Ja, ihr lebt zusammen? Nein. Nein? Nein, nein, nein. Also ihr seid geschieden? Nee, wir haben nie zusammen gelebt. Ach so. Mhm. Wir waren eine Zeit lang zusammen. Ja. Aber dann wurde mir das zu viel mit seinem Alkohol. Ja. Und dann habe ich mich, wo der Kleine ein Jahr alt war, von ihm getrennt sozusagen. Ach so. Und der Kleine ist aber ab und zu bei ihm? Ja, wir wohnen Tür an Tür, also Nachbarn sind wir auf Deutsch. Ja. Und da hatte er im April das versucht, das Sorgerecht zu kriegen für den Jungen. Mhm. Das wurde vom Jugendamt nicht gestattet, weil er erstens mal Querschnittszene bis zu 2 Jahren mhm. im Rollstuhl sitzt und Alkohol trinkt. Ja. Und da haben sie ihm gesagt, er zahlt ja Unterhalt, dann hat er das Umgangsrecht, mhm. einmal die Woche den Jungen zu sehen. Ja. So, und wie lief das denn vorher, wenn ihr Tür an Tür wohnt und der Junge 4 Jahre alt ist? Wie hat vorher, er den... vorher ging das, da war er auch noch nicht so gefesselt am Rollstuhl. Mhm. Und da ging da schon, da konnte der Junge auch rüberkommen, wann er wollte. Und wieso hat er das gesamte Sorgerecht beantragt? Er ist der Meinung, ich bin keine gute Mutter. Aha. Aber das Gericht war eine andere Meinung? Ja. Ja. Jetzt zu dem Unfall, zum Unglück. Was beschreibst du genau, was passiert ist? Er war, also der Kleine war bei ihm? Ja, ich bin gerade rübergekommen, weil ich einen Kleinen rüberholen wollte zum Essen. Also, das heißt rüber, weil du warst bei dem Mann auch? Ja. Mhm, und der Kleine soll drüber kommen essen, es war mhm. gerade Mittagszeit. Und er hat ihn festgehalten und wollte ihn nicht von seiner Seite weglassen, also vom Schoß. Aha. Und da also ich er gesagt, wollte ihn nicht dir geben, damit der Kleine zum Essen gehen kann? Ja. Und da habe ich gesagt, lass bitte den Jungen los. Ja. Er möchte zu mir. Ja. Und hat er gesagt, nee, der bleibt jetzt für immer bei mir. Ich sage, du hast kein Recht dazu. Aha. Und da hat der Kleine nachher angefangen zu weinen und da hat er ihn sozusagen vom Sessel runtergeschmissen und unterm Schreibtisch bei ihm stand die Bierbüchse und da ist der Junge mit dem Auge draufgefallen. Mm, ist hoffentlich nichts Schlimmes passiert? Das Auge war 4 Wochen blau. Ja, aber der Augapfel ist nicht verletzt? Nein, mhm. Gott sei Dank nicht. Hat er ihn denn gezielt runtergeschmissen ja, oder ist, ja. er, ist der Kleine runtergefallen? Nee, er hat ihn gezielt weggeschubbt von sich. So, also mit Absicht, weil der Kleine dann bockig wurde. Mhm. Und dann hast du ihn aufgehoben? Und dann habe ich den Kleinen aufgehoben, rausgerannt. Bin mit dem Kleinen rüber, ja. habe die Polizei informiert, ja. war auch da. Mhm. Dann haben sie gesagt, sie nehmen die Anzeige auf. Ja. So, und dann war der Hausarzt da, hat auch das bestätigt, mhm. weil ich nämlich dann eine Woche später zur Reha gefahren bin mit dem Kleinen. Achso, mit dem Kleinen dann. Mhm. Mit dem Kleinen, also ja. ohne meinen Sohn gehe ich so und so nirgendwo hin. Ja. Und in der Reha hatten sie gesagt, erst das wäre ich gewesen. Mhm. Wollten sie und da hat mein Sohn wortwörtlich zu den Arzt gesagt, das war nicht die Mutti, das war der Vati, der war wieder besoffen. Mhm, und dann sagte er, ach so ist das, ich will aber nicht mehr nach Hause, ich will hier bleiben, für immer. Mhm. Hat er dann nach 2 Wochen gesagt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen, der Kleine hat nur geweint, er hat kaum noch geschlafen, er schläft auch jetzt sehr schlecht noch. Mhm. Er hat jedes Mal Angst, ich will nicht zu Papa, aber ich muss ihn einmal die Woche rüberbringen. Also das passiert jetzt auch wieder, nachdem du von der Reha zurück bist? Er immer noch, er hat ein Schriftstück unterschrieben. Ja. Das hat die Rechtsanwältin aufgesetzt, dass er nicht Schlechtes im Beisein vom Kleinen wie Hure, Nutte, Schlampe zu mir sagt. Mhm. Aber es heißt, seitdem du aus der Reha zurück bist, bringst du ihn wieder rüber.
Muss ich. Musst du. Mhm. Muss die Anzeige ich. Läuft. Die Anzeige läuft und ich muss morgen auf die Polizei. Du musst morgen auf die Polizei. Weißt du denn, wie er die Sache darstellt? Er stellt die Sache so dar, das war nicht, der Kleine ist gefallen. Der Kleine ist runtergefallen. Stolpert. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, da ist Aussage gegen Aussage, ne? Ja, aber die Polizei, auch der Hausarzt hat bestätigt, dass der Alkoholiker ist. Mhm. Dass er manchmal gar nicht weiß, was los ist. Mhm. Er kommt mit der Realität gar nicht mehr klar. So, das könnte ja bedeuten, wenn dem so ist, wie du es beschreibst, dass aufgrund dieses Vorfalls ja andere Maßnahmen ergriffen werden könnten. Nämlich, dass du ihn nicht mehr dahin bringen musst. Ja, das ist ja jetzt noch ein anderes Problem, Domain. Er bedroht mich. Aha. Wenn ich die Anzeige nicht zurücknehme, schickt er mir die Klatzen auf den Hals und mir passiert was Schlimmes. Was tut er dir auf den Hals schicken? Die Klatzen. Ach so. Und da habe ich Angst, er kennt nämlich viele. Ja. Ist das Bluff? Nee, bei ihm nicht. Du hast wirklich Angst. Ja, ich habe wirklich Angst. Ich habe es in meiner Ehe durch. Ich bin erst seit kurzem geschieden. Mit Schläge und alles. Ich zittere nur noch, ich schlafe kaum noch. Ich traue mich schon kaum aus meiner Wohnung noch raus. Ja, ich finde trotzdem, dass du das durchziehen solltest. Es geht ja um das Kind. Ne? Die Gefahr, dass da vielleicht wirklich irgendetwas passiert, wenn es so stimmt, wie du es darstellst, ist ja nicht zu unterschätzen. Ich finde, dass die Anzeige aufrechterhalten bleiben sollte. Dennoch ist es natürlich ernst zu nehmen, dass du Angst hast. Und es ist auch ernst zu nehmen, wahrscheinlich, weiß ich nicht, kann ich nicht richtig einschätzen, dass er das tut. Das weiß ich nicht. Es gibt ja viele. Er hat mir schon einen Degen am Hals gehalten. Er hat schon so eine Waffensammlung, er hat auch eine Pistole, das habe ich der Polizei auch gesagt, mit Platzverdrohnen. Und Messer noch etliche. Und wenn ich den Kleinen mal rüberbringe, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie was im Kreuz kriege. Das ist ja das Problem. Ich habe auch schon mit seinen Kindern drüber gesprochen, mit seinen großen Kindern. Er hat ja noch größere Kinder. Ja. Und die sind der Meinung, der Vater macht sowas nicht. Ich sage, hätte er das mit den Jungen auch nicht gemacht, um mir den Degen am Hals zu halten, dass der Kleine gebrüllt hat. Ja. Was könnte denn jetzt aus dieser Anzeige werden? Ich bin dann überlegen. Ich habe schon mit meiner Sozialbetreuerin gesprochen. Sie sagte zu mir, behalte aufrecht. Sagt die auch? Ja. Sagt auch mein Hausarzt. Finde ich ja auch schon wieder wichtig. Die Sozialbetreuerin kann ja noch besser so in dein Milieu und in deinen Alltag reingucken, als ich das kann. Die kennt ihn auch sehr gut. Ja, eben. Umso wichtiger. Und wenn die Frau das sogar sagt, dann würde ich das auch so unterstützen wollen. Wir kämpfen ja auch darum, dass ich psychologische Betreuung kriege. Aber bis jetzt stellt sich unser Sozialamt stur. Ja. Das ist bei mir... Hat er denn schon mal die Hand gegen dich wirklich erhoben? Schon ein paar Mal. Er hat mich auch mit seinen Krücken zugeschlagen. Auch in Anwesenheit des Kindes? Ja. Ja, in Anwesenheit des Kindes? Ja. Da war er damals bei mir in der Wohnung drüben, weil ich da nicht mehr rüber wollte in seiner Wohnung, weil es da so eigenartig riecht. Da riecht es eigenartig? Ja, er macht ins Bett und alles. Ach so. Und da riecht mir das ein bisschen streng und da wollte ich nicht mehr rüber mit dem Kleinen. Und da hatte ich gesagt, wenn man einen Kleinen sehen will, dann muss er eben drüber kommen. Also Ramona, von meiner Warte aus würde ich auch sagen, halt die Anzeige aufrecht. Und ich möchte dennoch, dass du mal ein paar Worte noch mit meinem Psychologen redest. Ja. Können wir das machen? Ja. Das ist der Johannes heute Nacht. Du legst auf und der Johannes ruft dich gleich an. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt das Fernsehen dazu. Der Vorspann läuft und wir warten ein paar Sekunden und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer. So, jetzt geht's los. So, ihr lieben Fernsehmenschen draußen im Lande, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Kleine Verspätung, ich bitte es zu entschuldigen, wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir haben wie immer montags eine freie Themennacht und das heißt ja, ihr könnt mich anrufen, gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ist Sandy oder? Ja, Sandy, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Domian. Hallo Sandy. Sandy ist richtig, ne? Ja. Ja. Um was geht's denn? Da habe ich folgendes Problem. Ich bin seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Er hatte vorher noch nie mit jemand anderem geschlafen gehabt. Wie alt ist er? 21. Und jetzt hat er das Bedürfnis, halt mal mit einer anderen zu schlafen. Und da hat sie ihn ein Kollege angeboten, in den Puff reinzuladen. Aha. Hat er das gemacht schon? Nee, noch nicht. Aber er hat dir das alles so offen erzählt. Ja.
Und nun? Das war Anfang des Jahres schon mal so eine Debatte. Und ich möchte das absolut nicht. Ich habe ihm das gesagt gehabt, weil ich absolut mit ihm zusammenbleiben möchte. Hat er denn früher schon, oder ist es schon eine Weile her, dass er angefangen hat, so ein bisschen zu nörgeln, zu sagen, dass er, ich würde ganz gerne mal andere Erfahrungen auch machen? Oder ist das relativ neu? Das war Anfang des Jahres einmal gewesen. Und jetzt hat er halt wieder ein Angebot gekriegt von seinen Kollegen. Und das ist jetzt halt ein bisschen extremer und möchte das in nächster Zeit dann machen. Er ist dir aber definitiv noch nicht fremdgegangen. Das kannst du so sagen. Er hatte mal was mit seiner Ex-Freundin, aber da lief vom Bett her nichts. Ja. Ach, mit der Ex-Freundin hatte er früher, als er mit ihr zusammen war, auch keinen Sex? Nein. Wie kommt das? Ungewöhnlich, ne? Er hat sich bis jetzt halt noch nicht getraut gehabt und eine Prostituierte wäre ihm dann einfacher. Einfacher. Wie ist denn euer Sexualleben? Also er kann bei mir alles haben, was er möchte. Ich bin total offen dagegenüber. Ja, na gut, das ist natürlich, wenn du sagst, er kann bei mir alles haben, was er möchte. Aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, wie euer Sexualleben ist. Ist es gut? Geht die Post ab? Macht es euch beiden Spaß? Hast du auch den Eindruck, dass es ihm Spaß macht? Oder ist es eher doch so Routine mittlerweile geworden? Nee, es macht uns beiden Spaß. Wir probieren öfter was Neues aus. Und ihr habt auch regelmäßig Kontakt? Ja. Ja? Wohnt ihr zusammen auch? Nicht ganz. Ich habe eine eigene Wohnung und er hat einen Schlüssel. Wie erklärt er dir das denn? Nur so mit der Lust, naja, ich würde auch ganz gerne mal mit einer anderen Frau? Oder erklärt er es auch noch auf andere Weise? Ich hatte vor ihm schon welche gehabt. Und er hat halt auch das Bedürfnis, mal so einen Vergleich darzustellen. Und davor habe ich halt Angst. Vor was genau hast du Angst? Dass ich nicht so gut bin. Und die andere dann besser wäre. ich lache jetzt so ein bisschen, aber ich lache dich nicht aus, sondern ich glaube, also fast so aus dem Lameng sagen zu können, dass diese Sorge bestimmt unbegründet ist, wenn er zu einer Prostituierten geht, wo es um ein Geschäft geht, um eine letztendlich schnelle Aktion. Also wird das überhaupt nicht zu vergleichen sein mit eurer Sexualität, wenn du sagst, die ist gut, dass ihr schon Neues ausprobiert, dass ihr ein Paar seid, das sich liebt. Ist das so, dass ihr euch wirklich lieb habt, beide? Ja, klar. Das ist so. Sagt er zu dir auch? Ja. Ja. Weißt du, Sandy, eigentlich finde ich das ja schon mal nett und rührend und auch sehr, sehr, sehr hoch anzurechnen von ihm, dass er dir das alles so erzählt. Dass er sagt, Mensch, ich bin unzufrieden. Oder ich würde ganz gerne auch mal noch eine Erfahrung machen. Du, guck mal, du hast ja auch schon mit einem anderen Mann geschlafen. Ich gehe nicht fremd mit irgendeiner anderen Frau, sondern, na gut, da haben jetzt Kumpels mir gesagt, die würden mich mal mitnehmen. Das finde ich schon mal positiv. Er könnte das ja auch alles im Geheimen machen. Er müsste dir das ja gar nicht erzählen. Ne? Oder er könnte sich vielleicht sogar irgendwie so One-Night-Stand-mäßig irgendjemand anlachen und da irgendwie eine Affäre haben. Hat er aber nicht. Nee, das hatte er auch schon erwähnt gehabt vorher als Alternative. Das hat er erwähnt gehabt. Ja, aber... Also ihm geht es wirklich darum, er möchte einfach mal auch mal was, nur mal was anderes ausprobieren. Ja. Nur darum geht es. Es geht ihm nicht darum, dass er sagt, ich bin unzufrieden mit Sandy und der Sexualität mit Sandy, sondern ich bin nur ein bisschen neugierig auch mal auf was anderes. Genau. Könntest du ihm das denn nicht gestatten? Sage ich jetzt mal ganz, ganz keck. Ich weiß nicht, der Gedanke daran, der stört mich schon. Kann ich verstehen. Ich kann auch dich verstehen, dass du sagst, nein, ich möchte es nicht. Und andererseits, es könnte ja auch sein, dass seine Unzufriedenheit, seine Neugierde immer größer wird in der nächsten Zeit. Und vielleicht sogar die Beziehung dadurch so ein bisschen ins Wackeln kommt. Und das ist es ja eigentlich nicht wert. Wiederum kann jetzt passieren, wenn du sagst, okay, geh da hin, mach es. Kannst mir ja auch erzählen davon. Wir reden ja ganz offen miteinander. Könnte ja sein, dass es für ihn dann damit gegessen ist, dass er sagt, okay, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht und noch entspannter in die Beziehung zu dir wieder hineingeht oder sich fallen lassen kann, sich fallen lässt.
Also ich glaube mit Sicherheit nicht, dass die Prostituierte, weil das ja auch gar nicht mal ihr Job ist, sie bietet ja nur halt eine sexuelle Dienstleistung an, dass das besser ist als das, was mit euch beiden passiert, wo auch noch Liebe und das Herz im Spiel ist. Ist schwer. Ich kann dich sehr gut verstehen, dass du sagst, nee, ich möchte es nicht, ich kann es nicht. Andererseits, wenn man sich so überlegt, wenn dadurch vielleicht die Beziehung vielleicht wieder so richtig ins Lot kommt, vielleicht doch. Ist es für dich ganz unmöglich? Dass dann alles kaputt geht. Hast du Angst? Ja. Mhm. Weil die Beziehung ist jetzt sehr schön und. Mhm. Aber hast du nicht Sorge, wenn er dieses so im Kopf hat und das immer stärker wird vielleicht, dass dann die Beziehung vielleicht noch eher leidet oder gefährdet wird, dass er vielleicht wirklich auf Abwege kommt oder sogar sich mal in jemand anderen verliebt? Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Weißt du, Sandy, ich will dir das nicht einreden, das kann man auch niemandem einreden. Ich will dir nur mal so halt auch diese Möglichkeiten mal so darlegen, dass man vielleicht in einer Beziehung, wenn man sich sehr lieb hat, auch mal sagt, okay, komm, dann mach es. Ich gebe dir die Freiheit. Ich habe dich so lieb, ich gebe dir die Freiheit. Letztendlich ist das ja auch ein großer Liebesbeweis und Vertrauensbeweis deinerseits, der ihn wiederum sehr beeindrucken wird, vermute ich mal. Aber wenn du es wirklich nicht kannst, dann geht es halt nicht. Und dann wiederum, finde ich, sollte er darauf Rücksicht nehmen. Das ist die andere Seite der Medaille. Dann muss er Rücksicht nehmen. Wenn es dir zu weh tut und wenn du sagst, ich kann es wirklich nicht und ich möchte es nicht, es verletzt mich, dann finde ich auch, dass er auf seine Erfahrung, die er da unbedingt noch machen will oder machen möchte im Moment, verzichten sollte. Wobei ich die Sorge habe, dass dieses Thema immer wieder aufkommen wird bei ihm. Ja, das war jetzt ein Anfang des Jahres schon. Mhm. Ich denke nur, dass es dann, wenn es jetzt nicht ist, irgendwie noch stärker wird in diesem Jahr. Könntest du dir denn vorstellen, ich sage jetzt mal was ganz Verwegenes, vielleicht was ganz Abwegiges, wir müssen ja gar nicht weiter darüber reden, dass ihr vielleicht zu dritt irgendwas macht mit einer dritten Person, einer Frau? Möchte ich lieber nicht. Das möchtest du nicht, ja. Sandy, ich kann dir dazu nicht mehr sagen, als dir doch nochmal zu bedenken geben, vielleicht doch nochmal so richtig intensiv drüber nachzudenken, ob es vielleicht nicht doch möglich ist, dass du sagst, okay, komm, Junge, hol's dir mal und dann entspannst du dich wieder hier bei mir und wir genießen unsere schöne Beziehung. Weißt du, beides ist risikobeladen. Das eine ist risikobeladen, dass er vielleicht auf den Geschmack kommt und sagt, okay, ich will jetzt immer wieder so andere Sachen erleben. Das andere Risiko ist aber, wenn er das so unterdrückt und die Sehnsucht danach immer größer wird, dass er irgendwann ausbricht und vielleicht sogar heimlich ausbricht. Das ist das Problem, da muss man jetzt irgendwie so abwägen. Aber ihr redet ja so schön offen miteinander. Mhm. Das finde ich ja schon mal toll, da könntet ihr das ja eigentlich auch irgendwie so hinkriegen. Ich kann dir da ganz keinen eindeutigen Rat geben, Sandy. Richtig eindeutig nicht. Okay. Wenn es so schlimm für dich ist, dann muss er das akzeptieren, finde ich. Mhm. Aber guck doch mal so in dich rein, ob es vielleicht doch nicht so ganz schlimm ist. Hm? Ich werde drüber nachdenken. Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich würde gerne übrigens mit euch über dieses Problem mal diskutieren. Was denkt ihr in einer solchen Situation? Die beiden sind 19 und 21 Jahre alt. Er hatte noch keinen Sex vorher und würde einfach gerne mal eine andere sexuelle Erfahrung machen. Redet darüber ganz offen mit seiner Freundin, mit der Sandy, und sagt, ich möchte mal gern zu einer Prostituierten gehen, um die Erfahrung zu machen. Sandy tut das sehr, sehr weh und hat Angst, dass er vielleicht dadurch auf Abwege gerät. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wie würdet ihr entscheiden oder was würdet ihr zu Sandy sagen, was sie tun soll? Würde mich sehr interessieren. Das ist ja wirklich so eine Thematik, wo man nicht so ganz klar sagen kann, tu dieses oder tu jenes. Da gibt es ja verschiedene Aspekte, die man bedenken soll. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, ruft mich an und ich wäre sehr interessiert, sie zu hören. Jetzt bin ich bei Sabine und Sabine ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Sabine. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe mich jetzt gerade von meinem Freund getrennt. Mhm. Und es ist nicht nur einfach eine Trennung. Ich war jetzt mit ihm 8 Monate zusammen und er hat mich an SM rangeführt.
Ganz langsam, ganz sanft. Das heißt, du hattest vorher mit dieser sexuellen Praktik, dieser härteren sexuellen Praktik, nichts am Hut? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Nicht mal Fesselspiele oder... Mhm. Er hat am Anfang, ja, sehr behutsam ist er damit umgegangen und ich habe auch auf Stopp gesagt, weil ich einfach sagte, so weit geht's nicht, weil ich eigentlich mir nicht vorstellen könnte, dass ich devot bin, weil ich eigentlich immer mit beiden Füßen im Leben stand. Mhm. Also er suchte dich in der Rolle der Devoten, also du solltest devot sein. Ja. Also du solltest dich fesseln lassen und peitschen lassen und sowas. Ja, ich sollte also seine Sklavin sein. Ja. Wie weit ist das gegangen? Du sagst, er hat mich langsam rangeführt. Was war denn das Härteste, was du für dich, was du als sehr hart empfunden hast, gemacht hast in der letzten Zeit? Ja, doch schon so Sachen wie Strafbock, Andreas Kreuz. Was ist Strafbock? Ja, das ist schon so, wenn ich seiner Meinung nach nicht richtig reagiert habe oder er sauber auf mich war, eben auf diesen Strafbock geschnallt wurde. Wie sieht er aus? Kannst du den mal beschreiben? Ja, er hat sich seine Sachen sogar selber gebaut. Diesen Strafbock, den er hat, stellen wir zwei Böcke vor, mit Leder überzogen. Ja. Ja. Und dann wird man halt drüber festgemacht und er hat keine Peitschen benutzt, er hat einen Rohrstock gehabt. Also er hat dich da quasi da drauf gefesselt, drauf gebunden? Ja. Mit dem Bauch nach unten oder mit dem Rücken nach unten? Mit dem Bauch nach unten. Mit dem Bauch nach unten. Mhm. Und hat dich dann mit dem Rohrstock richtig geschlagen? Ja. Auf dem, du warst dann nackt fest und hat dich auf dem ganzen Körper geschlagen? Ja, auf dem Po. Auf dem Po. Mhm. Auf dem Po. Mhm. Und das war eigentlich so, er hat schon dazu gekriegt, also dass es mir auch gefallen hat, dass er hat seine Lust zu meiner Lust gemacht, sagen wir mal so. Mhm. Aber dann sind ständig solche Sachen aufgetaucht, weil von Ex-Freundin, von meinem Gebieter, melde dich und solche Sachen. Die, wenn ich dann was gesagt habe, dann er mich einfach nicht beachtet hat. Achso, da haben sich andere gemeldet von früher, aus früheren Beziehungen. Ja, ja. Und du hast dann die Hand gehoben und auch ein bisschen Eifersucht gezeigt. Ja, klar. Und das hat er weggewischt. Ja, er hat zum Beispiel, wir waren 2 Monate zusammen, habe ich erstmal erfahren, dass er noch verheiratet ist. Mhm. Die Frau ist 14 Jahre älter wie er und sie muss wohl total auch abhängig von ihm gewesen sein. Sie kann also auch nicht loslassen. Mhm. Dann noch ein paar Wochen später kriegte ich dann Nachrichten zu lesen von auch einer Ex-Freundin. Also schon heftig, aber das ist eigentlich nicht mein Problem gewesen. Mhm. Ich war eifersüchtig, ich habe Palaver gemacht, ist klar. Mhm. Und es war dann eigentlich auch wieder okay. Mhm. Aber er hat diese Dominanz auch im Alltag reingebracht. Mhm. Er wurde immer dominanter. Also ich durfte von seiner Meinung nach aus nicht arbeiten. Mhm. Den Kontakt zu meinen Freunden. Ich habe einen Freund, der ist nur 1,60 groß, aber sehr stark im Charakter. Also für den hat er am meisten Respekt gehabt und hat also mir total verboten, mit ihm Kontakt zu haben. Mhm. Ich hatte also keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hin. Wie, du hast sogar deinen Beruf aufgegeben? Ja. Was hast du beruflich gemacht vorher? Ich habe in der Gaststätte gearbeitet. Und du hast für diesen Mann, weil er so eine dominante Ader eben in den Alltag auch hineingetragen hat, hast du gekündigt? Ja, zu der Zeit, als ich noch gearbeitet habe, war er jeden Tag da. Er war von, wenn ich gearbeitet habe, die ganzen Stunden saß er in der Gaststätte. Er war immer da, er musste auch morgens früh raus, aber er war ständig da. So lange. Da war eigentlich schon, dass die Leute gesagt haben, Sabine, sei bitte vorsichtig, das ist nicht okay. Mhm. Also er hat dich völlig isoliert. Er hat dich von deinem besten Freund weggeholt, von Bekannten und Freunden überhaupt. Ja. Und du saßt dann irgendwann in der Wohnung und solltest und musstest ihm nur noch zu Diensten sein. Ja, ich musste also morgens mit aufstehen, ihn zur Tür bringen, wenn er zur Arbeit ging. Ich musste abends da sein und vor allen Dingen immer schick angezogen sein, immer zurechtgemacht sein. Ich glaube, er hat mich noch nie ungeschminkt gesehen oder so, weil das also nicht, was er akzeptiert hätte. Dass mein Allgemeinwissen besser ist wie seins, das war also auch nicht okay. Ich denke zu viel, ich rede zu viel, ich schreibe Kurzgeschichten und dann schon mal, wenn ich dann unglücklich war, auch Geschichten bei mich selber. Das war einfach für ihn nicht okay. War er berufstätig? Ja. Ja. Das heißt, da warst du den ganzen Tag alleine zu Hause? Ja, ich habe Kinder. Ach, du hast Kinder auch noch? Ich habe Kinder, ja, und meine Größe, die ist 17. Also jetzt auch der Ausschlaggebende, dass ich diesmal, ich habe mich jetzt 4-mal von ihnen getrennt. Das heißt, dann haben die Kinder, wie die Größe ist 17 und die anderen? 12, 6 und 4. 12, 6 und 4, 4 Kinder. Das heißt, die haben das auch alle mitbekommen, diese Verwandlung der Mutter. Ja.
Und, der Größte, ich habe noch einen, also der Älteste ist 20, der lebt nicht mehr zu Hause und ja. der hat schon von vornherein gesagt, Mama, das mache ich nicht mehr mit. Das ja, und dieser Mann hat dann auch in den Monaten bei dir gewohnt? Ja, teilweise, also die meiste Zeit. Ja. Aber wie ist denn das möglich? Das war doch überhaupt dann nicht zu verschleiern, in dem Moment, wo er nach Hause kam, wenn er dich dann so behandelt hat, dass die Kinder das mitbekommen haben. Die Kleinen weniger, aber doch schon die Große. Die Große. Ja, und war das denn, das war dann auch ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich höre es auf. Ja, sie hat auch gesagt, Mama, es hat letztes Mal, weil ich habe mich jetzt viermal von ihm getrennt und er ist immer wieder gekommen und ich habe vor 3 Wochen habe ich mich auch von ihm getrennt, er ist über Nacht auch weggeblieben. Ich bin dann ausgegangen, seit Monaten endlich mal wieder, hat mein Freund angerufen und immer zu mir gesagt, das musst du alleine schaffen, wenn du es geschafft hast, ruf mich an, ich bin für dich da. Aber ich kann dir nicht sagen, trenne dich von ihm, weil du würdest sowieso nicht auf mich hören. Und war auch mit ihm zusammen, mit meinem besten Freund. Und er hat gesagt, ich habe es ja die ganzen Monate gesagt. Und er hat so weit gewartet, dass wir beide uns beinahe verloren hätten. Wir kennen uns über 4 Jahre. Und aber jetzt ist der Schritt passiert. Du hast dich von diesem Mann getrennt nach 8 Monaten. Nach 8 Monaten Sklavendasein, kann man ja so ausdrücken. Ist das denn jetzt endgültig oder hast du Angst, dass du eventuell nochmal rückfällig wirst und dass er dich nochmal in seine Fänge bekommt? Ich denke von meiner Seite, es ist wirklich endgültig, weil ich will anfangen, drüber nachzudenken und viele Sachen, die ich vorher eigentlich, ich habe mich manchmal geschmeichelt gefühlt. Wir waren auf dem Fest auf seiner Arbeit gewesen und uns kommt ein Ehepaar entgegen und ich wollte diesen Ehepaar ausweichen. Er hält mich fest und sagt, meine Frau geht für niemanden auf die Seite. Und solche Sachen, er setzt mich dann extra nicht neben seinen Arbeitskollegen, sondern extra auf eine Bank und stellt sich hinter mir und geht nicht weg. Ich habe mich damals geschmeichelt gefühlt, aber ich sehe das jetzt schon nur als Kontrolle. Es war nur eine Kontrolle, die er gemacht hat. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Seit Samstag. Also nein, Mittwoch habe ich ihn rausgeschmissen und Samstag hat er seine Sachen geholt. Und hat er ja noch so eine Show abgeführt, wie er irgendwie schwindelig und... Aber weißt du, mir am meisten hat mir wehtut, dass von seiner Neigung, außer jetzt meine engsten Freunde und meine Kinder, die es mitbekommen haben... Von seiner Seite aus keiner weiß, niemand. Er hält es sehr geheim. Und ich habe das nicht verstanden. Was hält er geheim? Geheim, dass er diese Neigung hat, dieses SM. Er hat eine Schwester, mit der er sein inniges Verhältnis und sie hatte gemeint, ich dürfte mich nicht mal bei ihr melden, ich wäre sehr bösartig. Ich weiß nicht, was er für Geschichten erzählt, ist mir auch egal, aber es ist einfach nur unfair. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Ich kann nicht sagen, dieser Mann ist so und seine Ex-Frau hat zu mir gesagt, aber Sabine, ist das nicht... Er hat drei Ex-Freunde, eine von den Ex-Freunden hat zu mir gesagt, er hat 2 Gesichter und ich sollte so schnell wie möglich gucken, dass ich Luft gewinne. Ja, ist doch ein sehr richtiger Hinweis. Und wenn du dich jetzt nicht rechtfertigen kannst bei so ein paar Leuten, ist es doch auch völlig egal. Sei froh, dass du die Kraft gefunden hast, dich von diesem Mann zu trennen. Das klingt ja wirklich abscheulich, was er mit dir gemacht hat. Ja, meine Freunde meinten, es wäre keine Liebe gewesen, es wäre eine absolute Hörigkeit gewesen. Kannst du dich erinnern, in diesen Monaten, wann es zum ersten Mal bei dir anfing zu kippen, wo du dachtest, nee, das ist es eigentlich nicht, aber ich kann nicht anders, ich mach dann doch wieder weiter? Es war eigentlich schon ziemlich am Anfang, als er ständig bei mir auf der Arbeit war und ich nicht einen Tag Luft hatte, wo ich mal sagen kann, ich kann mal irgendwas mit Freunden unternehmen. Und meine Freunde haben sich dann zurückgezogen, waren auch sauer, weil ich oft Verabredungen dann abgesagt habe, weil er es nicht wollte. Also von Anfang an Misstrauen, aber es war so ein Gefühl des Geschmeicheltseins und auch dann hinterher der Abhängigkeit, was entstanden ist. Würdest du denn sagen, dass diese sexuelle Lustempfinden, was du bei ihm hattest, ist das wirklich ernst oder hast du es auch nur ihm zuliebe gemacht? Nein, ich denke schon, dass es diese sanfte Art, dieses sanfte Fesseln und so, doch schon auch ein Lustempfinden war. Das heißt, du könntest dir vorstellen, das mit einem anderen Mann auch nochmal zu machen? Ja, doch, ja. Das schon. Aber halt nicht mehr diese... Aber letztendlich ist es nicht deine Welt. Nein, also dieses, dass ich diese unterlegene Person bin, nein, ich bin eigentlich gar nicht die Person, die es kann und Da bist du in was reingeschlittert, Sabine. Und sei froh, dass es nur 8 Monate gedauert hat und dass du jetzt von dir aus die Kraft gehabt hast zu sagen, raus mit dir. Ja. Lass mich in Ruhe. Vor allen Dingen auch wenn du an deine Kinder gedacht hast, die 17-Jährige hat dich auch ein bisschen hingedrängt in die Entscheidungsrichtung. Ja, sie hat mich davor gestellt, entweder geht er oder sie zieht aus, weil sie nicht mehr mitmachen kann. So krass hat sie es gesagt. Ja, doch, ja. Ja, dann war ja nun gar keine Alternative mehr da. Nee. Ja. Das kann ich dir... Ich meine, es ist zwar die Tage schlimm und ich habe immer wieder gedacht, oh, rufst ihn an und meine Tochter rufst ihn an, Mama, dann ist aus, dann gehe ich. Na, und so, Sabine, du versprichst mir jetzt auch,
in aller Öffentlichkeit, dass du ihn nicht anrufst. Ja, ich verspreche es. Ja? Aber ganz ehrlich. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt schon eine ungewöhnliche und auch harte Zeit für dich, die jetzt vor dir liegt oder die du jetzt gerade durchmachst, nach so etwas, was du da mitgemacht hast. Aber das musst du jetzt schaffen. Und du musst es allein schon für deine Kinder schaffen, aber eben für dich auch. Denn alles, was du erzählt hast, war gerade negativ. Da war nichts Schönes bei. Das war nur eine Abhängigkeit und letztendlich das Grauen. Und ja, und ich war vom Leben ausgesperrt. Und du warst vom Leben ausgesperrt, ja. So, und die Zeit ist jetzt rum. Hast du denn eine Möglichkeit, jetzt wieder in deinen Job zu gehen? Ja, doch. Das schon. Mhm. So, du rufst ihn nicht an? Nein, verspreche ich dir. Du fängst nicht so mit ihm an, auch wenn er anruft? Nein. Ja? Und ich wünsche mir gute Schritte jetzt ins Leben zurück. Gut, danke, Lumia. Alles danke Liebe. Danke an dein Team, die sind alle toll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:30:55, kleine Pause. Nur 31, 37 Sekunden, Radio 1 live hier, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt unser Thema: Vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Seid ihr in einer Situation, einer Lebenssituation, die sich verändern sollte oder sich möglicherweise bald verändert, aber ihr müsst eben noch einen Schritt machen. Und ihr habt irrsinnige Angst vor diesem Schritt, weil ihr nicht richtig kalkulieren könnt, nicht richtig wisst, was danach dann passiert. Also, wenn ihr in einer solchen Lage seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, hier morgen anzurufen. Das Thema heißt: Vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Vinzenz begrüße ich herzlich, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Vinzenz. Was ist dein Thema? Ja, ich hab mich so reingeschaltet. Ich gucke ab und zu bei dir rein und verfolge mit Interesse die Sachen, die da so kommen. Und ein bisschen erfüllt mich das mit Traurigkeit, was dafür bedauerliche Dinge geschildert werden. Mhm. Ich möchte mich mal auf die Sache von vorhin mit Sandy Biss beziehen. Ja. Und an erster Stelle möchte ich stellen, dass es doch da eigentlich um eine Zweierbeziehung ging. Ich sage nur mal für die Leute, die vielleicht gerade zufällig reingezappt sind bei uns im Fernsehen oder im Radio. Sandy, 19 Jahre alt, Freund ist 21 Jahre alt. Beide sind 2,5 Jahre zusammen. Freund hat vorher noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht, möchte jetzt gerne mal eine andere sexuelle Erfahrung machen und möchte zu einer Prostituierten gehen. Hat das mit Sandy auch besprochen, aber Sandy möchte es eigentlich nicht. Und jetzt ist die Frage: Was ist zu tun? Was soll er tun? Wie soll sie sich verhalten? Ja? Ja gut, und da stelle ich natürlich die Frage, wie weit sollen die Freizügigkeit gehen und wie weit müssen die Erfahrungen gehen? Mhm. Meiner Ansicht nach ist es doch so, dass wenn sich zwei Menschen begegnen, egal wie die Vorgeschichte ist, dann haben die beiden die Aufgabe, ihre Beziehung in vernünftiger Weise zu gestalten. Ja. Vernünftig ist natürlich eine Sache, die das ist ein Wort, ne? Streitbar ist, klar. Genau, ganz genau. Ich finde, vernünftig ist immer das, wenn beide im Einverstanden sind, ne? Was man macht. Das ist vernünftig. Ja. Aber auch da könnte man ja, so wie wir es jetzt ja gerade machen, von dritter Seite irgendeine Anregung hören. Ja. Also sich beispielsweise aufeinander zu konzentrieren. Mhm. Es gibt Fremdgehen, es gibt die Tendenz in Partnerschaften von einzelnen Leuten mal hier und dahin abzuweichen, um dann zurückzukommen. Dann wäre das ja okay. Nur die Erfahrung, meine Lebenserfahrung zumindest, zeigt, dass wenn Abwege gegangen werden von einem Partner, dass das auf jeden Fall ein großer Störfaktor für die dann sich entwickelnde Zukunft ist. Mhm. Also deine Meinung wäre, oder dein Rat an die beiden wäre, er soll es nicht machen. Auf keinen Fall. Und sie soll bei ihrer Meinung auch bleiben und sagen, nein, ich möchte es nicht. Na, wenn sie das so empfindet, sollte sie das auf jeden Fall sagen. Ja, ja. Ich bin auch nicht besonders dafür, jetzt zum Zeitpunkt X
in einer Beziehung irgendein Abenteuer zu suchen bei einer anderen Partnerin oder beim anderen Partner, sollte man jetzt beispielsweise dann zu dem Partner sagen, dann komm doch mit und sieh doch zu. Mhm. So weit geht es ja dann offensichtlich auch nicht. Ja, das wollte sie ja nicht. Ich habe ja so eine Frage gestellt. Ja, war nur hypothetisch. Mhm. So. Ja, ja. Das wäre natürlich genial, ne? Man sagt, okay, komm, wir machen zu dritt und machen gemeinsam noch andere Erfahrungen. Ja, haben die dann alle jetzt eine Erfüllung hinterher? Ist das dann gewährleistet? Ist die Frage. Also ich merke, auch du bist vorsichtig in deiner Wertung, ne? Und ich glaube schon. Ja. Aber die Tendenz höre ich heraus, was du gesagt hast, eher nein. Mhm. Ja, okay, ist eine Meinung. Ich danke für deinen Anruf, Vinzenz. Okay, ich danke, dass ihr mir alles zugehört habt. Ja, alles klar, tschüss. Tschüss. Dann geht's weiter mit Michael. Michael ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Michael. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, und zwar, ich finde das also toll, wenn man sich so die Haare schneiden lässt. Du findest es toll, wenn man sich die Haare schneiden lässt? Ja, richtig, ja. Wie, wenn man sich die Haare... Du findest es toll, beim Friseur zu sitzen, oder wie? Ja, ja, oder auch anzugucken im Friseurgeschäft, oder wenn sich Frauen die Haare abschneiden lassen, finde ich also ganz toll. Ach so, es geht nicht nur um dich, um deine eigenen Haare. Auch um fremde Haare, ja, ja, finde ich auch ganz toll. Du bist also derjenige, der Michael, der gerne immer vor Frisiersalons steht, durch die Scheibe guckt, während Frauen die Haare geschnitten bekommen. Richtig, ja. Das ich also ist das nur schön für dich bei Frauen oder auch wenn Männer die Haare geschnitten bekommen? Ja, also eher bei Frauen, ja. Eher bei Frauen. Was, ja, ist, ja. Was ist denn da schön dann, wenn du zuguckst, wie Frauen frisiert werden? Auch finde ich einfach toll, schöner Genuss oder auch wenn ich mir das machen lasse. Ja, das befriedigt mich noch nicht, diese Antwort. Was ist schön daran, zuzugucken, wenn andere frisiert werden? Also, befriedige mich irgendwie da so. Ach, das hat was Erotisches für dich, was Sexuelles? Ja, also etwas, ja, schon, ja. Ich hoffe aber nicht, dass du dich vor der Scheibe des Friseurs befriedigst. Nein. So weit geht's nicht. Nein, das geht nicht, nee. Also, es ist irgendwie so ein erotischer Thrill, den du dabei empfindest. Richtig, ja. Ja. In dem Moment, wo geschnitten wird? Ja, richtig, ja. Oder wenn gewaschen wird? Nee, das nicht so, wenn geschnitten wird. Es muss geschnitten werden? Ja, ja. Bei dir ist was los, wenn geschnitten wird? Richtig, ja. Ja, und wenn du da liegst beim Friseur, ne, man liegt, ich war schon so lange nicht beim Friseur, ich weiß gar nicht, wie das ist, ich mache mir das ja immer selbst. Mhm. Früher legte man sich dann so zurück, ich glaube, das ist halt auch noch, um die Haare zu waschen, ne, oder zu schneiden. Ja. Ja, so. Und wenn dann ein Friseur oder eine Friseurin dir die Haare schneidet, was dann? Ja, befriedigt mich auch, also ist auch dann toll. Dann geht das so weit, dass du dann eine Erektion sogar bekommst? Ja, ja. Ah, beim Friseur? Ja. Da musst du aber immer weite Kleidung anhaben, damit die das nicht sehen. Ja, ja, richtig, ja. Muss das dann eine Frau sein, die dir die Haare schneidet, oder kann das auch ein Mann sein? Nee, also nach Möglichkeit eine Frau schon. Nach Möglichkeit eine Frau. Mhm. Ist ja ein irrer Tick, ne, irgendwie. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das kann man wohl sagen, ja. Und wenn du dir selbst die Haare schneidest, so wie ich es mache, da würde bei dir sich aber nichts regen. Nein, also könnte ich auch nicht. Also. Das muss also jemand anders machen. Ja, ja, das müsste jemand anders machen, ja. Dann hättest du doch eigentlich müsstest du im Friseursalon arbeiten irgendwie, damit du immer deinen Spaß hast. Ja, gut, das liegt mir nicht so ganz da. Was machst denn du vom Beruf? Also leider arbeitslos zur Zeit. Wie dumm. Ja. Ja. Und vorher? Vorher Bürokaufmann. Ja. Bürokaufmann. Hast du eine Beziehung? Nein. Bist alleine? Alleine, leider. Schon lange? Ja, schon, also über 3 Jahre schon. Da. Ja? Ja, ja, schon ziemlich lang. Und diesen Haarschneidetick, hast du den schon länger? Schon viel länger? Den habe ich schon länger, ja. Seit wann? Boah, schon über 5, 6 Jahre ist das schon da. Also das ist nicht so lange. Ich dachte jetzt, das hätte irgendwie in der Pubertät schon angefangen. Nein. Wie hatten? Also so mit 35, 34 hat das bei dir angefangen? Also kann man sagen, 30 so. Ja? Wie? Ja. Kannst du dich erinnern, wie das angefangen hat? Nee, also nicht so ganz genau. Es war so allmählich irgendwie da, dass du bemerktest, ach, das macht mich an, wenn da jemand die Haare schneidet. Ja. Ist ja ein bisschen schrill, ne? Ja. Finde ich schon. Wenn du vorher überhaupt dergleichen Gefühle nicht gehabt hast. Mhm. Mhm. Ja. Also ich guck mal auch ganz gerne so im Internet, so, da gibt es so die haarige Seite, die musst du dir auch unbedingt mal anschauen, die ist ja auch ganz interessant. Die haarige Seite? .de und dann /HS. www.diehaarigeseite.de oder was? Ja. Und was sieht man da? Also alles über Haare, da.
Es ist aber keine Sexseite. Nein, nein, ist keine Sexseite. Das ist die Seite für die Friseure, oder wie? Nein, nein, nicht direkt Friseure. Also steht alles mögliche Haarschätze hier so, ganz interessant hier und so. Da sitzt du dann abends vor deinem PC und guckst dir die haarige Seite an? Ja, ja, schau ich mir auch manchmal und an. Und hast unter Umständen dann ab und zu auch ein bisschen Spaß mit dir? Ja. Mhm. Das ist ganz lustig, die Seite, ne? Ist denn das jetzt mittlerweile, ist das mittlerweile so stark, dass deine, jetzt ganz im Ernst mal gefragt, dass deine sexuelle Fantasie sich hauptsächlich um diesen Bereich Haare dreht oder ist das nur ein so ein Schmankerl in deinen Fantasiewelten? Ja, also schon ziemlich stark, ja. Aber du könntest durchaus ganz normal mit einer Frau Sex haben, ohne dass sie... Könnte ich auch, ja. Dass die ihr gleiche... Wie wäre das denn, wenn du einer Frau die Haare schneidest? Würde dich das auch erregen? Ja, so ein bisschen schon, ja. Ist aber noch nicht passiert. Nein, ist noch nicht passiert. Das nein. Optimalste für dich wäre wahrscheinlich eine nette Frau, die dir während des Vorspiels die Haare schneidet. Ja. Ne, das wäre der Knaller. Das wäre der Knaller, ja. Vielleicht sogar die Schamhaare schneidet. Ja, nee, das, also... Nö, so weit wollen wir nicht gehen. Also dann eher nee. Kopf dann. Eher die Kopfhaare. Gibt es denn eigentlich auch diverse schmutzige Filmchen, wo es um solche Sachen geht? Ich bin da nicht informiert. Also nee, das also nicht so. Das nicht. Ist vielleicht noch eine Marktlücke. Aber ja. Hast du, wenn du so im Internet auch rumsurfer bist, hast du Gleichgesinnte schon mal gefunden irgendwo? Ja, ja, da gibt es Gleichgesinnte, ja. Also bin ich nicht der Einzige. Also. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Nee, das. Es gibt sogar wahrscheinlich Bleistiftfetischisten, ne? Die Bleistifte irgendwie erotisch finden oder ja, so. Ja, ja. Wie nennt man das denn, was du da so hast und wie du das, was du praktizierst? Gibt es da einen Namen für? Ja, könnte sein Fetisch, aber ich weiß das nicht so ganz genau. Oder? Ja. Michael, Mann, ich wünsche dir eine Frau. Danke. Ne, eine richtig tolle Frau und ja. die sehr offen mit deiner Affinität, mit deinem Fetisch, es ist ja ein Fetisch, umgeht. Umso mehr Spaß hättest du, ne? Ja, richtig, ja. Im Bett mit der. Ja. Schön, dass wir geredet haben. Ja, gut. Alles Gute und viel Spaß. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Naja, Annette. Annette ist bei mir und Annette ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Annette. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, also ich habe ein ganz großes Geheimnis. Und zwar... Von dem niemand etwas weiß? Nein, niemand. Absolut niemand? Absolut niemand. Das heißt, das ist jetzt eine ganz, ganz große Ehre für mich, dass du hier anrufst und wahrscheinlich jetzt drüber sprechen möchtest. Genau. Also ich habe einfach das Bedürfnis, außer mit meinem Arzt mal mit einem anderen Menschen drüber zu reden, der wo eben da nicht so involviert ist, ne? Aber mit dem Arzt hast du schon drüber geredet? Ja, ja. Ah ja. Ja. Also ich habe letztes Jahr im September die Diagnose bekommen, dass ich eben eine zweite Krebserkrankung habe. Und Was für eine Krebserkrankung? Gebärmutterhalskrebs diesmal. Und was war es vorher? Also 1990 hatte ich eine Brustkrebsdiagnose mit Operation und Chemotherapie und Bestrahlung, alles was so halt dazugehört. Hat man das in den Griff gekriegt? Das hat man in den Griff gekriegt, ja. Ja. Und jetzt eben letztes Jahr September bei einer Routineuntersuchung, ja. Was man ja da immer machen muss, ne? Ja. Weil ich eben belastet bin, hat man eben festgestellt, dass ich Gebärmutterhalskrebs habe, ne? Und das war dann natürlich erstmal ein Riesenschock für mich, weil ich auch eine kleine Tochter habe, ne? Bist du auch in einer Beziehung? Ich lebte in einer Beziehung, habe mir also vor kurzem getrennt, weil ich einfach, weil es funktioniert einfach auf Dauer nicht, wenn man sowas geheim halten muss. Ne? Das heißt, die Beziehung war eigentlich gut und ihr habt euch geliebt. Ja. Und wegen dieses Geheimnisses, was dich sehr belastet hat und dadurch auch eine Belastung auf die Beziehung ausschalte, habt ihr euch getrennt dann? Genau, ich habe mich getrennt, ja. Du hast dich getrennt? Ja. Und dein ehemaliger Partner weiß letztendlich gar nicht, warum? Nee, ich habe halt Gründe vorgeschoben. Ne? Bin halt einfach auch durch diese, ja, durch das, es belastet mich halt sehr. Ne? Es ist halt so eine ganz existenzielle Angst. Jetzt erklär mir doch bitte, Annette, warum du das niemandem, auch nicht deinem Partner, erzählt hast. Das ist doch eigentlich das, was man zuerst macht, dass man nach Hause kommt und sagt, hier, ich hab diese Diagnose bekommen. Ja, also warum es meinem Partner nicht erzählt hat, er ist eigentlich ein sehr sensibler Mann.
Und also wir haben eine langjährige Beziehung. Also wir haben er wusste auch von meiner Ersterkrankung, weil man es einfach aussieht. Mhm. Also an Narben und so. Also es ist mir damals auch schwer gefallen, mit ihm eine Beziehung einzugehen, weil es ein sehr großer Ästhet auch ist. Ja. Na, und bin aber dann so mit der Tür ins Haus gefallen, habe gesagt so. Ja. Also als wir das erste Mal eben so intim miteinander geworden sind. Mhm. Hat man dir damals die Brust weggenommen, oder? Nee, nicht ganz. Also es sind, also nicht alles. Mhm. Gut, aber es waren starke Narben zu sehen durch die Operation. Es sind starke Narben zu sehen, ja. Da bist du ganz offensiv damals mit umgegangen. Ja, ich habe manchmal eine sehr direkte Art und habe gesagt, na, also so und so ist es halt, ja. Wenn jetzt damit ein Problem hast, dann steh auf und geh. Ne? Aber warum hast du diese neue Diagnose ihm nicht erzählt? Ja, weil dieses, es kam halt immer wieder. Also er war sehr darauf bedacht, dass ich halt regelmäßig zu meinen Untersuchungen gehe. Mhm. Und man macht es dann einfach auch zum Thema unweigerlich, was ich eigentlich gar nicht haben wollte, immer drüber zu reden, und habe dann eben in diesen Gesprächen eben rausgehört, dass es für ihn das Schrecklichste wäre, wenn wieder was wäre. Weil? Weil er eben, ja, er hat es damals so ausgedrückt, weil er nicht wüsste, ob er mit so einer Diagnose umgehen könnte und mich auf diesem Weg begleiten könnte. Ja. Das hört man aber auch nicht so gerne, ne, als Partner. Nee, natürlich hört man das nicht gerne. Man will eigentlich hören, egal was passiert, ich stehe zu dir, ne? Das ist der richtige Satz. Genau. Mhm. Hatte ich diese Sorge, ja, Sorge kann man das nicht, seine Angst oder sein Egoismus, wollen wir es so ausdrücken, hat dich das damals schon von ihm ein bisschen weggeführt? Nee, damals eigentlich noch nicht, weil ich guter Dinge war. Mhm. Ich dachte mir, also man sagt zwar immer, also... Ich will dir sagen, ob ich das frage, wenn mein Partner zu mir, auch wenn ich noch ganz kerngesund bin, zu mir sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn du und so weiter, wie du gerade ausgedrückt hast, dann wäre ich schon skeptisch, was diese Partnerschaft und was die Liebe anbelangt. Ja gut, es kam schon immer mal wieder, dass ich mir die Frage gestellt habe, ob es denn das wirklich dann sein kann. Mhm. Ob ich mich dann auch in einer Notsituation, egal was es ist, auf diesen Menschen verlassen Eben, kann. Genau, offensichtlich ja nicht, wenn er solche Sachen schon vorher sagt. Nee. So, jetzt hast du letztes Jahr im September, so sagtest du, im September hast du die Diagnose gestellt bekommen. Du hast dich von deinem Partner deswegen getrennt. Jetzt ist natürlich eine ganz wichtige Frage, erstmal, ehe wir weiter bei deinem Partner reden. Wie geht es dir jetzt im Moment? Gesundheitlich oder psychisch? Erstmal gesundheitlich. Gesundheitlich, sag ich mal so lala. Also ich bin jetzt in Behandlung in Gießen und mache da halt alles schön brav. Und bist du operiert worden auch? Nein, ja, also man hat einen Teil von der Gebärmutter rausgemacht, ne, und hat, also das nennt man dann Seeds, eingepflanzt. Es sind so, sag ich jetzt mal ganz platt, so Stäbchen, die wo strahlen. Damit kann man ganz gezielt eben gerade im Gebärmutterbereich behandeln. Und diese Behandlung passiert im Moment auch? Die passiert im Moment, ja. Das heißt, du bist jetzt in einem Krankenhaus? Ich bin jetzt in einem Krankenhaus. Ach, du bist im Krankenhaus. Wie lange musst du jetzt noch im Krankenhaus bleiben? Ich war am Mittwoch dafür nach Hause. Wie sind die Prognosen der Ärzte? Ja, also nicht ganz so toll, sage ich jetzt mal. Mhm. Also normalerweise ist Gebärmutterhalskrebs relativ gut zu behandeln, wenn er eben recht früh erkannt wird. Das Problem an der Sache ist, also der nächste Schritt wird bei mir sein, dass ich die Gebärmutter komplett entfernen lasse. Mhm. Da muss ich dann wiederum Hormone nehmen, weil ich einfach nur auch jung bin. Ja. Ne? Ja, wegen dieser ganzen, also ich meine, die Gebärmutter, die produziert ja auch Eierstöcke und so weiter. Ja. Und dann muss ich Hormone nehmen, und das wiederum ist eben, vermutet man auch, ein Auslöser für Brustkrebs. Ach, und davor habe ich jetzt natürlich Angst. Ne? Jetzt liegst du im Krankenhaus. Wie lange schon? Ja, seit 2,5 Wochen jetzt. Seit 2,5 Wochen. Mhm. Das kriegen doch Leute um dich herum mit. Deine Eltern oder Freunde. Ja, normalerweise schon. Ne? Normalerweise schon, aber ich... Wo ist dein Kind im Moment? Mein Kind ist hier in Gießen. Bei wem? Dabei, in diesem Krankenhaus. Ach so, da gibt es die Möglichkeit einer Kinderbetreuung. Ah ja, wie alt ist das Kind? Die ist jetzt 3. 3, das geht. Mhm. Also du hast dein gesamtes Umfeld belogen, ne? Warum du im Krankenhaus bist.
Die wissen gar nicht, dass sie im Krankenhaus sind. Meine Eltern gehen davon aus, dass sie arbeiten bin, dass ich beruflich unterwegs bin. Aber das ist ja die nächste Absurdität irgendwie, ne? Warum sagst du es den Eltern nicht? Ja, das hängt damit zusammen, dass ich eben erlebt habe, wie das 1990 war. Meine Eltern haben wirklich wahnsinnig drunter gelitten unter dieser ganzen Sache. Und es wurde damals einfach hauptsächlich zum Thema gemacht. Also es gab nichts anderes mehr als diese verflixte Brustkrebserkrankung. Und das möchtest du dir ersparen? Und du möchtest nicht wieder nur über die Krankheit reden, sondern... Das zieht mich so dermaßen runter. Aber gibt es denn nicht einen Menschen in deinem Umfeld, eine Freundin, eine gute Freundin, wo man so wirklich so von Freund zu Freund, gibt es niemanden? Ich kann im Moment da einfach nicht drüber reden. Es stört sich irgendwas in mir. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber ich habe mir das ja vorgenommen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mein ganzes Umfeld belügen will. Nee, also du hast gerade so schnell gesagt, das zieht mich total runter, immer darüber reden zu müssen. Ich kann das verstehen. Ich kann es verstehen. Im ersten Moment denkt man, mein Gott, die muss das doch ihren Eltern sagen oder ihren Freunden. Aber ich kann das auch verstehen, dass man vielleicht irgendwann, vor allen Dingen, wenn man die Erfahrung schon gemacht hat, dass das ganze Leben dann nur noch voller Redereien über die Krankheit ist, dass man davor zurückschreckt. Das kann ich nachvollziehen, ja. Aber dennoch geht es dir natürlich nicht, na gut, sowieso nicht im Moment, aber dennoch ist das auch keine normale Situation für dich. Mhm. Und psychisch wahrscheinlich auch alles belastend, ne? Mhm. Dass du mit niemandem dich austauschen kannst. Ja. Eben außer mit dem Arzt, ne? Ja. Also müsste irgendwie so ein Mittelweg gefunden werden, dass du einen Gesprächspartner hast, aber nicht gleich den ganzen Rattenschwanz an depressiven Gesprächen vielleicht auch dann noch abkriegst. Ja, ich bin jetzt halt am Überlegen, ob ich mir irgendwie so psychotherapeutische Hilfe holen soll oder sowas, ne? Fände ich nicht schlecht. Fände ich nicht schlecht. Erstmal als Ansprechpartner und vielleicht eben auch, dass du in Ruhe mit in einer solchen Psychotherapie auch dieses thematisieren kannst. Warum spreche ich es nicht aus? Wann sollte ich es vielleicht doch aussprechen? Und so weiter. Das können wir ja gar nicht hier in der Kürze der Zeit machen. Nee. Aber es ist ja schon sehr ernst zu nehmen, dass du jetzt auch diesen Weg hier gesucht hast, in der Öffentlichkeit und hier mit mir zu reden. Das zeigt ja, dass da ein großes Bedürfnis schon ist. Es ist ja auch normal, wenn man so einen Schicksalsschlag aushalten muss, dass man dann auch reden will. Das ist ja auch ganz normal. Du hast ein kleines Kind, mit dem kannst du nicht drüber reden. Und du machst dir tausend Gedanken und Überlegungen. Das will ja auch raus alles. Ja klar, man hat einfach auch Angst. Also es ist bei mir im Moment so, dass ich das einfach nicht schaffen könnte. Mhm. Ja, dass es einfach dahin geht irgendwo. Mhm. Du hast aber, das entnehme ich dem Ganzen, auch nicht so einen ganz engen Freundeskreis, ne? Doch, das habe ich schon. Das hast du schon? Mhm. Da gibt es also wirklich... Es sind langjährige Freunde. Aber die haben das eben auch alles mitbekommen, ne? Haben denn alle gleichermaßen darauf reagiert, dass sie dann die Krankheit nur noch zum Thema gemacht haben? Gab es nicht eine Ausnahme, dass jemand auch relativ so nach deinem Geschmack damit umgegangen ist? Nee, das ist ja dieses Komische. Also sobald man Leute mit sowas konfrontiert, die ticken total aus. Mhm. Also so habe ich das erfahren und ich weiß ja, wie es war, ne? Mhm. Es ist einfach, wenn du Leute mit sowas konfrontierst, ich muss nur mal sagen, die ticken aus, ne? Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie ziehen sich total zurück, weil sie eben mit diesem, man kommt sich dann wirklich als totgeweiht vor. Mhm. Mit diesem Thema an sich, das ist ja ein sehr großes Tabu, können die wenigsten umgehen. Mhm. Und die, wo es versuchen, na, die verfallen so in dieses Mitleidgetue. Mhm. Und das kann man einfach nicht brauchen. Dein Ex-Partner, der weiß auch nicht, dass du im Krankenhaus bist. Nee. Du hättest dir mir irgendwas anderes vortäuschen können. Wie ist der Kontakt zu dem im Moment? Im Moment ist er beruflich in Polen. Ja. Also ich versuche auch auf SMSen oder auf Telefonanrufe einfach nicht zu reagieren. Mhm. Weil ich einfach auch, ich möchte nicht mehr ihn belügen müssen. Mhm. Also ich gehe dem aus dem Weg. Ich nehme ganz ernst vorhin auch das, was du gesagt hast. Ich finde, dass du unbedingt einen Gesprächspartner brauchst. Mhm. Und wenn das eine professionelle Person ist, ist ja erstmal okay. Mhm. Deswegen möchte ich gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt ein paar Worte redest, der dir da sicher auch noch ein paar Ratschläge und ein paar Tipps geben kann. Mhm.
für die nächste Zeit finde ich einen Psychologen, eine Psychologin sehr wichtig für dich. Und was dann weiter passiert, wird man sehen und wird sich daraus dann auch ergeben. Mhm. Ja, du legst bitte auf und der Johannes, so heißt mein Psychologe, ruft dich gleich an. Mhm. Ich wünsche dir erstmal gesundheitlich alles Gute und gute Genesung. Und hoffentlich kommt da auch sehr schnell was in die Gänge mit einer Ansprechpartnerin, einem Ansprechpartner. Mhm. Alles okay, Gute danke. Von Herzen. Jo, danke. Auf Wiederhören. Martin, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hi, Domian. Hi, Martin. Um was geht's? Ja, ich wollte nur immer kurz was sagen zu der Tanja. Tanja? Ja, oder die vorhin angerufen hat wegen ihrem Freund. Ach so, Sandy war das. Ja, genau. Mhm. Sie soll ihren Freund mal ruhig lassen. Sie soll ihn ruhig lassen, meinst du? Ja, auf jeden Fall. So, weil sonst wird er irgendwann später fremdgehen so und dann hat sie auch nichts davon. Ich meine, er ist doch noch jung und wenn er noch nicht irgendwie, wenn er da Sehnsucht nach hat, dann soll er das mal machen. So. Mhm. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, warum Frauen da immer so verkrampft sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich tendierte ja auch dazu, ihr das so zu raten. Ja, ja. Aber sie war ja nun wirklich sehr, sehr zurückgenommen und man hat ja den Eindruck, dass sie sehr verletzt ist und sehr, sehr traurig. Dann kann man das ja auch nicht, man kann ja auch niemanden zwingen, so eine Haltung einzunehmen. Ne? Das war, nee, das stimmt wohl, aber sie tut sich und ihrem Freund damit keinen Gefallen einfach, ja. Denke ich. Hast du denn aus deiner Lebenserfahrung bisher auch schon mal sowas ja, erlebt? Ja, ich komme gleich zu meiner Story. Ich wollte nur sagen, dass mit dem Haare schneiden, das war total witzig. Ja. Also du hast auch noch ein Thema, weswegen du angerufen hast. Auf jeden Fall. Achso, also Sandy, die Botschaft an Sandy, ja, genau. sei locker Mädchen und lass es zu. Ne? Sag ja, mal, oder geh mit oder sag, so. Warum sag nicht? Martin, geh mit. Haare schneiden war lustig, sagt Martin. Ja, jetzt auf jeden Fall. Nochmal ein Tipp an den Haareschneider. Ja. Freak so an den Fetischisten. Ja. Er soll unbedingt eine Kontaktanzeige reinsetzen, dass er eine Friseurin heiraten will. So. Ne, das ist es natürlich. Das ja. Das, ja. So, jetzt zu dir. Ja, genau. Also ich bin im Moment 6 Wochen alleine, meine Frau ist weg. Ja. Und ja, also es ist eine ziemlich Krise bei uns so. Alles ziemlich ernst. Warum? Obwohl ich jetzt nicht so ernst bin. Mhm. Aber ich würde ganz gern fremdgehen. Jetzt will der auch noch fremdgehen. Ja. Und die Frau, weil, wo ist die Frau ist wo im Moment? Ja, die ist ganz weit weg. In Urlaub, oder wie? 2000 Kilometer. Ich möchte nicht so viel erzählen. Nein. Das hört bestimmt zu. Wer hört zu? Die Verwandtschaft, oder was? Ja, vielleicht. Nee, okay. Meine Schwester hört ab und zu mal zu. Gut, also die Frau ist weg. Mhm. 6 Wochen lang. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet, muss ich wissen, so ungefähr? 6 Jahre. 6 Jahre. Kinder? Nee, noch keine. Keine. Und du wirst fremdgehen? Bist du schon mal fremdgegangen? Ja, ich bin öfter mal ins horizontale Gewerbe abgestiegen. Aha. Also ähnelt das Ganze ja so ein bisschen. Ja, genau. Deswegen auch mein Rat. Und deine Frau, was würde denn deine Frau sagen, wenn du sagen würdest, hier komm, lass mich doch mal. Fremdgehen? Ja. Das würde die gar nicht gut finden. Also da gäbe es auch keine Diskussionsbasis. Nee, absolut nicht. Da wäre auch vorbei, so absolut. So. Und die Scheiße ist halt so, dass ich halt denke, ich muss, wenn ich sowas mache, so ich habe ja hinterher auch, nachdem ich mal irgendwie bei einem anderen Gewerbe war, so habe ich auch immer so Kopfschmerzen gekriegt und so, dass sich das irgendwie bei mir psychisch irgendwie auch niederschlägt. So, obwohl ich, also in dem Moment bin ich einfach nur heiß. So. Also mit ihr wäre aber auch so eine Dreiergeschichte nicht zu machen mit deiner Frau. Nee. Warum machst du das? Warum ich das mache? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich suche das Perfekte, weißt du? Also ich glaube, wenn man das eine hat, möchte man das andere haben. Das ist so normal. Und wenn ich das andere hätte, würde ich das andere vermissen. Also das weiß ich alles. Ja. Bist du denn, ist da vielleicht doch eine Unzufriedenheit nach 6 Jahren Ehe in eurem Eheleben, Sexualleben? Ja, also ich... Eine Langeweile? Langeweile nicht. Also sie ist auch sehr experimentierfreudig. Mhm. Also da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Nur es ist halt auch immer der gleiche Körper so, ne? Mhm. Mhm. Und ich meine, deswegen bin ich ja auch... deshalb immer ausgewichen auf andere Möglichkeiten in letzter Zeit, nur dass sich das so in meinem Konto niedergeschlagen hat, dass ich jetzt fast bankrott bin. So. Ja. Wobei diese anderen Möglichkeiten sind ja nun auch genauso fremdgehen, als wenn du mit einer... Das würde ich nicht so sehen, Domian. Ach nein. Nee. Das ist für mich echt ein neuer Schritt. So. Erklär das mal deiner Freundin oder deiner Frau. Das kann ich nicht. Die wird es aber genauso sehen. Nee, die wird das genauso sehen wie du, glaube ich. Ja, das meine ich. Ja. Auf jeden Fall. Nee, verstehst du das nicht? Man ist ja nicht mit dem Herzen dabei. Das ist irgendwie nur was Körperliches. So. Ja, aber das ist dann letztendlich auch egal. Ich glaube, Fremdgehen ist Fremdgehen. Wenn du dich natürlich noch verliebst, ist es natürlich noch viel dramatischer. Aber man ist als Paar. Ich weiß noch nicht, ob ich verliebt bin. Ich habe so leichte Anzeichen, merke so leichte Anzeichen davon jetzt im Moment. So. Dass du verliebt bist? Ja, in eine andere Frau. Achso, ist.
es gibt da sogar irgendjemanden. Ja, aber die weiß davon noch nichts. Also sie ruft mich immer an, schickt mir irgendeine Kassette über die Arbeit, weil die arbeitet auch an der gleichen Stelle, wo ich arbeite. So. Also Martin, schnell gesagt, die Sendung ist gleich zu Ende. Oh, scheiße. Ich finde, dass der Fall nicht mit Sandy zu vergleichen ist. Nee, absolut nicht. Das ist was ganz anderes. Das ist wahr. Ich finde es generell nicht gut, wenn man das macht. Ich finde, dass man erstmal das ausloten muss in einer Beziehung. Und ja, das ist ja der Kopf. Und was sagt irgendwie der Körper? Ich finde, dass man nicht allem Trieb und allem fleischlichen Gelüsten nachgehen sollte. Ja. Weil das Vertrauen ist das Allerwichtigste in einer Beziehung. Jetzt muss ich leider Schluss machen und wünsche dir alles Gute in der Entscheidung. Tschüss. In der Technik, Annette Bastia. Morgen heißt unser Thema: Vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Gute Nacht. Tschüss.